Bis zum nächsten Mal und ciao. War das richtig so? War das Aber nehmen wir auf. Och, Ah. Ich wollte mich gerade zurücklehnen. ich habe mich schon zurückgelegt, ich bin schon nackt. Mache ich immer nach einem Wie ziehst du dich mit erfolgreichen deinen Bad. kurzen Armen eigentlich aus? Das weiß ich ehrlich gesagt Dann auch musst du nicht mal ein Video genau. drüber machen, Ich finde setze ich. mich normalerweise in ein Fass voller Säure und warte darauf, dass die Kleidung verschwindet. Nein, ehrlich gesagt mache ich das nicht, das ist ja albern. Ich laufe immer nackt rum. Okay. Dann würdest du von meiner Oma auch keine Wollsocken haben. Das ist richtig, das ist richtig. Die Das bei denen wäre ein Säure nicht verwirrendes verätzen. Gefühl auf der Haut. Ich habe zarte Dinosaurierhaut. Weich wie ein Babypopo. Ein Baby-Dinosaurier-Popo. Bei den Typen waren wir schon. Ja, die ist richtig. Hier unten? Waren wir hier unten auch schon? Au. Das weiß ich nicht. Ja, hier waren wir schon. Aber du hast ja gesagt, Also, die verlorenen Wälder sind östlich von hier, ne? ja. Das bedeutet rechts. Ja, genau. Osten ist ja rechts. Ihre Osten ist rechts. Die Sieht ja so eine unheimlich tiefgründige Aussage. Ja, stimmt eigentlich. Aber hier geht's anscheinend gar nicht durch, oder? Kannst du bitte mal weggehen? Hallo? Aua. Okay. Also bis zum nächsten Mal und tschüss. Achso, nein, nicht du. Ach so, ja gut, dann halt nicht. Wollte gerade Sag sagen, mal. der Schwarze hier, aber das hätte ich jetzt auch nicht sagen können. Ah! Dieses Kannst du nicht Spiel sagen, ist wie nicht Schwarz sagen. kommentierbar, Ja, ohne. ohne irgendwelche dummen Sprüche, ne? Naja. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Hier waren wir noch nicht. Besser, wenn wir unsere Rubine ausgeben bei den Typen hier. Speichern. Ah ja, gut, dass du es sagst. Hallo, Oma. Oh, it's you, Avarex. What can I do for you, young man? The elder? Oh, no one has seen him since he grew too old. He's dead now. Come back, I'm sorry, the game is over. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Nein, stimmt nicht. Has seen him since the ruler began searching for info. He might be trying to leave by a boat. So you should try the docks to the southwest. Gut, dass das im Grunde überhaupt nicht mehr wichtig für uns ist. Long ago a huge war erupted. It said the war was ended with the use of the Triforce. Deswegen ist ein Schreibfehler. With use of the Triforce. Das, nee, die lispelt ein bisschen. With the Triforce. Ist halt schon alt, ne? Das Gebiss ist kurz ein bisschen gelockert gewesen. Legends tell that treasure is still at the top of the tower in the Sky Isles. Also. It's also said that the Master Sword was used in the war. Ach ja, na, im Ernst jetzt. Though that's been lost. Die hatten keine Waffen, nur einer hatte das Master Schwert. Ja, der Rest hatte Besen. Do you understand the legend? Jo. Not at all. Ich finde das immer so geil. The Elder? Das wirklich? Nein, vergiss es. Ich glaube, die ist schon so ein bisschen schrullig. Die Männer, warte, das habe ich schon erzählt. Ehrlich jetzt? Oh, voll Wer schade. bist du eigentlich? Sehr gut. Kann man das hier sprengen? Oh ja. Und hiermit sagt die Wand, bis zum nächsten Mal und ciao. Bam. Ich hoffe, du hast gemerkt, ich versuche die Verabschiedung jetzt ein bisschen häufiger reinzubringen, damit wir. Auch mitten im Part schon. Damit bleiben die Leute dran, oder auch nicht. Man kann sich nie oft genug verabschieden. Richtig. Ach ja. Das Haus sah von außen sehr viel kleiner aus, als es von hier Ja, ist. Ja? aber du machst es ja auch gerade sehr viel kleiner. Oh, Geld! Ja, Wir klauen die alte Ersparnisse Oma bis jetzt zum einfach nächsten mal. Mal und ciao, habe ich gerade zu den Rubinen gesagt. Ja, jetzt wird sie sich, das ist ihre Rente. Es war mal relativ viel. Ich würde dir einen da lassen, oder? Nein. Voll gemein. Richtig fies. So. Gut, dass du erst jetzt dahin kommst. Ja. Na, gut. Geht Kann man da nicht. vielleicht einfach so durchgehen? Nein. Willst Nee. probieren, mach einfach mal. Irgendwo so eine Bombe hinlegen. Nö. Nicht, das ist doch. Aber wozu ist dann das hier da? Eine Bombe Hä? zu Kannst du verschwenden? geradeaus weiter durchgehen? Nee, auch nicht. Es ist eine Frechheit. Ich mag dies nicht. Wo sind die Schätze? Du hast in dem Haus erst ein Herzteil gefunden, oder? Genau.
Das vielleicht muss mehr geben. Oh, hey, ja, ich denke auch. Du könntest noch eins aus der alten rausschneiden. Die braucht das eh nicht mehr lang. Warte, ich habe eine Idee. Bams. Nee. Na gut. Give me them booties! Im Sinne von Beute, aber hier ist nix. Ja, natürlich. Selbstverständlich mein. Was sonst? Können wir das Ding hier umrempeln, dass das kaputt geht und das ganze Haus brennt? Nein. Könntest es doch einfach direkt anzünden. Dann braucht die kein Geld mehr. Die lächelt mitnehmen. Immer noch, weiß noch nicht, was du getan hast. Steht immer noch die Elder? Geh weg. Ja, ich finde es eigentlich, dass der Weihnachtsmann nicht so bestiehlt, ne? Irgendwo muss er erst die Geschenke herbekommen. Die nächsten Kinder bekommen Rubine und Bomben. Wer von euch fliegt denn nach Ägypten? Du, hier, nimm die Bombe. Viel Spaß jetzt. So, aber ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg. Das kann man bei dem Spiel nie genau sagen, aber ich denke, du hast gerade... Ja, doch, du hast recht gehabt. Au. Geh weg! Okay. Ist ja gut. So, Lost Woods. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Hier ist das Schild. ich finde die Pfeile sehr gut. Richtig schön durcheinander. Also nach unten, zur Seite, nach links und nach oben. Nur wo fängt man an? Ich würde das Schild da lassen. Das ist also wieder so eine Sache, das wird jetzt schwierig, glaube ich. Ja, ich denke auch. Ah. Bams. Ich muss meine Bomben jetzt mal zusammenhalten, weil der klaut uns ständig welche. Die Frage ist, wo wollen wir überhaupt nachher rauskommen? Bei einer Dungeon? Ich meine, also durch welchen Screen wollen wir nachher zu unserem Ziel gelangen? Also müssen wir danach nach oben oder müssen wir nach rechts oder nach unten raus? Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal, wir müssen nach unten raus, wie das aussieht, ne? Unter uns ist ja so ein kleines, so eine Lichtung. Ich will jetzt nicht zu früh nachschauen, aber ich schaue schon mal nach. Mach mal ruhig. Rätsel, bis zum nächsten Mal und ciao. Moment. Lass mich jetzt halt mal ein bisschen beklauen, dann passiert wenigstens was. Ja, du kannst ja schon mal ausprobieren, ob du einfach die Pfeile auf dem Schild nachlaufen möchtest oder so. Ich glaube nicht, dass es das war. Lost Woods, Parallel Worlds. Riddle, oder was soll man da sagen? Ist ja kein Riddle. Lost Woods, Way Through Lost Woods oder sowas. Nee, bis jetzt noch nicht. Hast du schon was rausgefunden? Ich kann dich gerade nicht sehen. Nein, ich finde überhaupt nichts raus hier. Ich renne jetzt hier rum, laufe in Bomben, die unter Gras versteckt waren und lass mich beklauen von diesem komischen Typen da. Test gerade, ob man... Ja, wenn wir nach links gehen, kommen wir wieder raus. Okay. Das wollte ich nur wissen. Okay, ich glaube, ich habe es. Okay. Give it to me. Und zwar Osten, Süden, Norden, Süden steht hier. Osten, Süden, Norden, Süden? Aber Osten geht gar nicht. Wenn wir sofort nach Osten gehen, dann... Geht nicht. Nee. Denn, also hier steht, das sind die... Ja, doch, ich glaube, das war irgendwie andersrum. Warte mal, ich geh mal. So, Westen, Süden, Norden, Süden, hast du gesagt? Osten, Süden, Norden, Süden ist das, was hier da steht. Und man muss es irgendwie im Vergleich zum Originalspiel aus den Lost Woods oder was auch immer, um 90 Grad drehen steht hier. Ja. Okay, um 90 Grad drehen, die Frage ist, wohin? Also in Uhrzeigersinn wahrscheinlich, ne? So, dann. Ich drehe gerade meinen Kopf, das sieht irgendwie komisch aus. Also Osten, Süden, Norden, Süden. Aber dann kommen wir gar nicht nach unten raus. Ich gehe nochmal raus hier, warte mal. Dum, dum, dum. Man muss es um 90 Grad drehen.
Osten, Süden, Norden, Süden. Also gehen wir erstmal nach Osten. Osten wäre dann hier, wenn wir das ganz um 90 Grad drehen. Norden, Westen, Süden, Westen. Osten, so, dann Süden. Das wäre dann wieder der Ausgang eigentlich. Nee, also das ist schon gedreht, Osten, Süden, Norden, Süden. Also der sagt, der originale Weg aus dem echten Zelda-Spiel ist Norden, Westen, Süden, Westen. Und das wird um 90 Grad gedreht, sagt er. Und das wäre dann, also von Norden nach Osten, von Westen nach Süden, von Süden. Das hat er doch dann auch falsch gesagt, oder? Ich kann nicht nach Osten gehen, da komme ich jedes Mal wieder raus. Versuchen wir es mal mit Westen. Also, Westen... Du bist doch gerade nach Osten gegangen. Stimmt, Westen ist nämlich links. Genau. Ich habe die ganze Zeit nicht auf den Bildschirm geguckt. Ich bin so selten dämlich, ne? Osten. Da passe ich einmal nicht auf dich auf, ne? Und schon, ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Aber keine Sorge, ich bin da. Ich gucke jetzt wieder auf den Bildschirm. So, Süden, Norden und dann nochmal Süden. Du bist ja witzig. Unglaublich. Eichhörnchen! Yeah. Herzteil. Komm ich nicht hin. Doch, kommst du. Ja, aber nicht von da oben. So, Herzteil. Dann lass es lieber liegen. Genau, wenn ich nicht von oben dran komme, dann... Ja, das ist... Von unten, das ist nicht gut. Hallo? Da liegt einer, der ist tot. Nein, der lebt noch. Nee, nimm seine noch. Flasche weg. Woher wusstest du das? Ja, weil der auch unter der Brücke liegt und auch eine Flasche hat. Ja, aber... You seem to be in a heap of trouble. But this is all I can give you. It's empty now. There was booze in there. This is a magic bottle. You can store an item inside and then use it later. Wir sperren gleich ein Hühnchen drin ein. Ja, na, er hatte vorher Schnaps eingeschlossen und jetzt nicht mehr. Link besäuft sich jetzt einfach gleich maßlos. Au! Diese Bomben, ne? Unter dem Gras, das ist fürchterlich. Wir gehen mal hier rein, gucken mal, was da drin ist. Speichern mal. Ich nehme an, dass hier dieses super schwere Rätsel mit dem Wegsprengen ist. Und ich glaube sogar ziemlich sicher, dass es das ist. Ja. Und das Problem ist dabei, dass du quasi super viele Herzen brauchst, um da durchzukommen. Halt of Pain, ja. It's very painful. Ja, genau, das war's. Problem ist halt... Du hast keine Herzen. Richtig. Und jetzt hast du dir ein Problem verschafft. Nö. Oh. Okay, du bist schlau. Das Problem ist, wir kommen halt gar nicht durch, ne? Also das geht noch, yes, aber... Das ist nur ganz klein hier die Lücke. Ist ja witzig. Man kann sogar im A Link to the Past über diese Dinger hier drüber gehen, indem man wirklich so Pixel und Frame Perfect... Ah ja. Na, ich kann das nicht, aber theoretisch geht das. Ich würde neu leiden. Da kommen wir jetzt aber wirklich gar nicht weiter, weil wir keine Herzen haben. Ja, und vielleicht auch gar nicht genügend Bomben. Und nicht genügend Bomben, weil uns die alle von dem Dieb abgenommen wurden. Und unter die Büsche gepackt. Genau. Und nu? Die Frage ist, müssen wir da überhaupt rein? Ich weiß nicht mehr, was es da gibt. Da gab es schon irgendeinen coolen Bonus. Vielleicht so einen Birnerstab oder sowas in der Richtung. Also nehme ich mal an. Also irgendeinen Stab oder irgendeinen anderen Stab. Vielleicht auch irgendeinen Zauberstab. Weiß ich jetzt nicht. Oder einen Stab. Aber, Ich glaube, das alte, die Dungeon ist es aber nicht, oder? Das weiß ich nicht. Soll ich nochmal gucken? Guck doch mal nach. Hall of Peine. Parallel Worlds. So. Oh. Jetzt habe ich wirklich auf Pain, also so wie der Charakter aus Naruto. Hall of Pain. Okay, bring potions, boots and bombs. Steht da. Da gibt's ein Small Key schon mal drin. Ja, ach ja, stimmt, dafür waren die da. Man braucht, glaube ich, irgendwo in ganz Hyrule 7 Schlüssel, die man finden muss. Und ich glaube, da waren welche davon drin. Brutal. Aber es... Moment mal. Echt, die braucht man da? Ach, und der Birnerstab. Habe ich doch richtig geraten, wa? Okay, tatsächlich. Ja, aber der dritte Dungeon ist es nicht, oder? Nee, glaube nicht. Guck mal bitte nach, wo der ist. Moment. Also, die sagen schon, dass man... It's not fucking optional, sagt er sehr freundlich. Ja, weil du den Small Key erstens brauchst und zweitens der Birnerstab, der den Arsch immer wieder rettet. Und ich meine auch, du hast das in deinem Playthrough damals, also Teil-Playthrough damals, ziemlich früh geholt und das hat dir echt geholfen. So, und Third Dungeon. Okay. Dungeon.
Jo, ich kann dir nicht zusehen, also wenn die jetzt wieder in die falsche Richtung läuft. Ne, ich gehe halt erstmal aus dem Wald raus, weil wir brauchen ja auf jeden Fall Bomben und wir brauchen auf jeden Fall hier Tränke und so. Und ich habe auch wahrscheinlich Feen, werde ich wahrscheinlich mitnehmen. Ja, das ist gut. Kaufst du nochmal eine Flasche? Nein. Okay, schade. So, nein. Gottchen. Der hat sich viel Mühe gemacht, der das geschrieben hat. Ist fast ein kleines Playthrough. Kannst du da mal diese Zeichen behalten, das Ding? Ja, bis jetzt ist er noch nicht so weit. Ja, er hat es natürlich auch nur die ersten paar Dungeons. So, jetzt gucken wir mal. Das ist, den Katakomben hatten wir schon. Und ich, er hat sogar sein Game Over Screen mit reingepackt. Er hat tausende Screenshots gemacht. Und jetzt muss ich gucken. Das ist aber, glaube ich, echt ganz hilfreich. Alter Verwalter. Füll mal deine Flaschen ordentlich, ne? Ja, bin gerade dabei. Ich kaufe halt erstmal Bomben. Wir können 20 Stück tragen. Das ist ganz praktisch. Ich habe mir nämlich schon Upgrade geholt. Mhm. In dem Spielstand hier. Jetzt gehe ich zur Hexe und fülle da mal unsere Flaschen mit Tränken. Denn ich finde vorher Feen. Irgendwo gab es hier doch einen Feenbrunnen im Dorf. Sag mal, du hast doch jetzt das Buch von Mudora oder wie auch immer das heißt. Müsstest du damit nicht wirklich in die Wüste und da irgendwas aufmachen? Das wäre doch total logisch, oder? Ich weiß es ja gar nicht mehr genau, ob man das musste. Wir können da mal nachgucken gehen gleich. Ob da irgendwas Besonderes ist. Moment. Canon Oasis. Ja, doch, das sieht schon so. Nee, ist doch nicht. Hä, was ist das denn? Also, sie sind schon irgendwo in der Wüste in so einen komischen Eingang gegangen. Also, Canon Oasis heißt das. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall noch irgendeinen kleinen Dungeon. Aber ich weiß nicht, ob es der dritte Dungeon ist oder ob es nur irgendwas Optionales ist. Muss da auf jeden Fall einen Gegenstand geben. Und danach geht es irgendwo in Richtung eines Turmes. Sky Isles kommen danach. Das heißt, du musst irgendwie wahrscheinlich in den Norden der Karte, weil Sky ist ja oben und Norden ist auch oben. Das klingt logisch. Ja, deswegen müsstest du dahin. Aber wie man genau dahin kommt, das kann ich dir nicht sagen, weil das einfach übersprungen wird. Nee, das ist da kein. Also zumindest die Canon Oasis. Da waren wir sogar schon, oder da war ich zumindest schon drin. Also, die finden wir hoffentlich. Aber ich bin gerade in der Lupo Quarry und guck mal nach dem Stein, den wir suchen sollen. Den weißen Stein im Norden für Lupo Quarry. Du erinnerst dich daran? Und der muss ja irgendwo hier sein. So, sehr schön. Ja, sorry Leute, dass wir hier so ein bisschen mit Lösung und allem spielen, aber ich glaube, das wäre für euch wirklich zu langweilig, wenn aber nur das mit mir alles erraten müsste. Denn dieses Spiel gibt nun mal kaum bis gar keine Hinweise, wie man weiterkommt. Und das wäre, glaube ich, doch ein bisschen zu anstrengend, wenn man dann Parts für Parts immer nur suchen würde. Ich glaube, so ist das die bessere Lösung. Stimmt's? Ah, ob das der weiße Stein war? Du musst jetzt Ja sagen. Ja! Sehr gut. So. Oh! Haben wir kein Zauberpulver. Ich mach einen Hammer rein. Zerstören ja alles. Wenn wir es nicht benutzen können, machen wir es kaputt. Ja, das finde ich auch gut. Vielleicht kommt ihr da auch raus. Sehr schade, aber du weißt schon mal, wo du deinen Magiebonus bekommst, wenn es das denn hier ist. Er halbiert deine Magie. Wobei der eigentlich ja Quatsch ist, ne? Weil wenn die sich sowieso immer wieder von neu auffüllt, eigentlich ist es ja Unsinn, ne? Naja, ich weiß nicht. Also wenn du den Birnerstab in einem Bosskampf schon länger benutzen kannst, das wäre schon sehr hilfreich, denke ich mal. Das ist richtig, ja. Die Magieleiste ist ja auch deutlich länger als die in A Link to the Past. Das stimmt wohl. Ich glaube, ich finde die Hexe gar nicht mehr wieder. Beachpad. Das war falsch, glaube ich. Ja. Da wollte ich ja nicht hin. Wo sind wir denn überhaupt? Naja, so falsch sind wir gar nicht. Hexenhäuschen, wie sieht das denn noch mal aus? Ist das im Süden von hier? Oder? Ja, das ist, glaube ich, in der Nähe von den Docks. Ist es. Aber ich glaube, bevor wir da jetzt hinlaufen, ich glaube, wir gehen erstmal lieber nach Norden jetzt zur Lupo Quarry. Kommen wir da überhaupt jetzt hier von hier da aus dahin? Nein. Dann save und quitten wir mal. Es füllt ja auch unsere Lebensenergie wieder auf. Voll schlau. Bist du denn mal ganz voll wieder? Ich glaube, wahrscheinlich füllt das. Also, ich glaube, in Link to the Past sind es 8 Herzen, die man behält. Ach so, da wir noch nicht so viele haben. Okay, 8 Herzen, so viele. Naja, wenn du auf 20 maximal gehst, ist 8 eher wenig, ne? Vor allem, wenn du vorher 20 hattest
Und dann Save and Crit, das hast du danach nur 8. Ich würde fast sagen, das ist so um die 40%. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Boah, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Okay. Ach, die sagt das mit der Map. Mhm. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Da ist die Karte. Wir müssen nach... zum Friedhof erstmal und dann nach Norden. Oder wir können noch hier oben lang gehen bei der Bibliothek. Du verwirrst mich. Hier, glaube ich. Jo. Nee, das war falsch. Wo war denn der Weg hier hoch? Da. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die Alte jetzt sein soll. Oh, den kannst du jetzt einholen. Hau den! Nö! Schneller! Der glitscht sich out of bounds. Fänd's voll witzig, wenn du jetzt auch runtergefallen wärst und dann erstmal einen Tod hättest hinnehmen müssen. Hol den doch nochmal ein. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich habe den ja am Anfang getroffen, da ist er weggelaufen dann weiter. Ich glaub, das geht nicht. Meinst du? Ich kann's nochmal versuchen. Ich weiß nicht. Lauf langsam an ihn ran, dass er losläuft und start dann erst die Stiefelche. In der Richtung wird es, glaube ich, nichts. Ja, in der Richtung wird es nichts. Das stimmt, weil so hat er ja eigentlich in Link to the Past auch funktioniert. So, und jetzt schnell los. Ja, obwohl, der ist schon sehr schnell. Nicht. Stecker ist nicht weit genug. Kannst du ihm nicht irgendwas in die Beine werfen? Hammer. Zack, oh, meine Kniescheibe, du bist weggerannt. Stell dir an, du hast doch noch eine. Sprite Limit. Ja, einen Bogen hast du auch noch nicht, ne? Nee, wäre aber mal echt eine Maßnahme, weil Pfeile sammle ich hier noch in Löcher ein. Ja, außerdem ist es ein cooles Item einfach. Ich mag das sehr gern. Hyrule Castle, da wollen wir nicht hin. Poor Intersection. Oh mein Gott. Sorry, ich habe kurz meinen Kopf gegen das Mikrofon gehauen. Auf Verzweiflung. Soundtest. Sag mal was. Zählt auch. Oh. Eine freundliche Begrüßung. Aber ich glaube, das ist das, was ich da auch gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob es ein Dungeon ist. Aber das war auf jeden Fall das, wo auch dieser Typ da hingegangen ist, der im Forum ganz viele Screenshots gepostet hatte. So. Gucken wir mal. Wir haben eine ganze Menge Löcher hier drin. Wir sind wahrscheinlich in einem Käse. Könnte man ein Safe State machen. Oh. Au. Bam. Die machen so wenig Schaden. Ich glaube, die sind verwirrend, nicht, ne? Nicht, ja, wir können hier nicht richtig sein. Das sind wahrscheinlich freundliche NSCs. Ja. Die machen halt etwas weniger. Okay. Ich hoffe, hier ist auch was Nützliches drin. Ich hasse das, dass hier alles dunkel ist in diesem Spiel. Ich wollte es gerade sagen. In diesem Moment wollte ich das sagen. Warum ist das hier immer alles so dunkel? Ich finde, diese Ansicht von nach vorne gucken ist weiter als... Ich möchte lieber so einen Kreis um mich herum haben, ja, dass ich über gleiche Sicht habe. Da müsste die Lampe anders halten, das kann er nicht. Die hat einen Henkel und das nicht ohne Grund, denkt er sich. Pjong. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Das riesengroße Loch im Boden. Alles leer. Na gut, wer packt. Habe ich im Safe eben schon aufgehoben. Klar, das ist jetzt nicht mehr da. Ja, genau, das merkt er sich. Es wäre lustig, wenn das Spiel sagt: Nee, das hat schon mal jemand aufgesammelt, das kriegst du jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es bei jedem Boss einen Herzcontainer, aber nicht mehr für uns. Es gab im ersten Spiel ja, also im allerersten Zelda-Teil ja auch Geheimtüren, für die du bestraft wurdest. Das heißt, wenn du die geöffnet hast, dann stand dahinter ein alter Mann, der hat gesagt, pay me for the door repair cost. Echt? Und ja, da musstest du teilweise richtig viel Geld blechen, weil du denen die Tür kaputt gemacht hast. Und das unter einem Busch. Ja, genau, unter einem Busch, unter einem Stein. Du hast sie befreit, die haben da wahrscheinlich keine Atemluft gehabt und alles, aber die waren trotzdem stocksauer und haben die das einfach abgezogen. Ich wundere mich, dass dieses Element hier nicht eingebaut wurde, weil das hätte ich ehrlich gesagt richtig cool gefunden. Kommt bestimmt alles noch. Schön assi. So, pimpt. Ach, mit Hammer gehen die besser? Nee, ich hab's einfach nur ausprobiert. Okay, aber ich dachte, das wäre ein cooler Trick. Warte mal. Was war das für ein Versuch? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Ich möchte gucken, ob mein 3 cm Schwert über diese 400 Meter Grube langt. Ach, nee, das war wieder so ein Versuch wie bei Mario 64. Ja, genau. Ob das wohl klappt?
Aber immerhin mal versucht. Man soll nie aufhören zu experimentieren. Tschung, okay. Ich hasse diese Gegner. Das ist vielleicht da bestimmt eine verschlossene Tür, pass mal auf. Dachte, da wäre die Wand schon da. Ganz leise. War schon lauter als das letzte Mal. Ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass ich das gesagt habe. Dieses Spiel verführt einen zum Fluchen. Dabei ist es doch gerade eigentlich recht human im Vergleich zu sonst. Ich meine, du fällst ab und zu mal runter. Ich glaube, wenn ich allein spielen würde, dann würde ich viel mehr fluchen. Ja, meinst du? Ja. Soll ich ein bisschen fluchen? Ja, du. Ich höre Moldorm. Heidewitzka! Ich höre Moldorm. Moldorm? Achso. Oh. Das war übrigens schwäbisches Fluchen, was ich da gerade gemacht habe. Habe ich von meiner Freundin. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee finde ich auch sehr schön. Ich mach mal einen Safe-State, ne? Kannst du bitte da unten bleiben und nicht hier oben mit in den engen Gang rein? Hallo! Jetzt muss das ich wieder ist mein Gang. Ständig schickt er mich nach unten. Ich finde das auch nicht toll. Aber Leute, ich muss jetzt wieder unter den Tisch. Also bis zum nächsten Mal und ciao. Das ist meine Enge. Ich dachte, jetzt sagst du, das ist meine Verabschiedung. Das weiß ich doch. Ich habe sie nur temporär geklaut. Stirb, Kartoffel. Musst du den vorbringen oder was macht der denn da? Der nicht Kopfschmerzen bekommt, ne? Ich krieg den jetzt also, vor allem da nicht mehr getroffen. Gehört, glaube ich, zum Spiel. Ist vorbei jetzt. Doch, es geht noch. Jetzt, wo er merkt, die Bombe kommt, da ja, nee, dann gehe ich lieber wieder. Was für ein fieser kleiner Kampf, wa? Obwohl ich finde, du hast eigentlich relativ viel Platz und kannst vielleicht sogar mit deinem 3-Zentimeter-Schwert über die Gruben hinwegschlagen und ihn dann immer noch treffen, locker sogar. Lustig, wenn er gleich irgendwo oben in die Treppe reinlaufen würde, dann sollte ich gleich nach unten. Ah ja, genau, mit dem, was du sagst. Mein Alarm hat gebimmelt. Könnte wirklich klappen hier mit dem Schwert, dass, wenn der da unten jetzt bleiben würde. Ja! Gibt sowieso nichts für, oder? Noch so ein bisschen. Gibt bestimmt nichts, nee. Quatsch gewesen. Gibt's hier überhaupt irgendwas, oder? Du bist hier halt. Das ist. Aber man hätte auch einfach weitergehen können, gut zu wissen. Wir hätten den Typen gar nicht umlegen müssen. Top Sache. So, Sky Isles. Ah ja, okay, dann bist du ja. Hast du nicht gesagt, man kommt da schwer hin? Ich hab gesagt, ich weiß nicht, wie man hinkommt. Aber es war auf jeden Fall nicht der Weg, den ich erwartet habe. Fehlt dir jetzt nicht noch ein Dungeon? Oh, das ist voll unter Drogen. Guck mal, was für rote Augen der hat. Wenn ich den ganzen Tag unter Strom stehen würde, würde mir das, glaube ich, auch so gehen. Ja, stimmt. Ja. Kommt das Blut schon mal in die Augäpfel. Ich bin nicht gespannt. Stirb, du Dino. Drache. Achtung, die machen echt viel Schaden. Ja, ich merke das. Ich wollte gerade nicht rein. Ich speichere nicht rein, nicht nur A. Aber deine Idee ist auch ganz gut. Da ist ein Eingang. Gehen wir mal rein. Mhm. Juhu. War hier oben nicht irgendwo der Dungeon? Ich meine, der war hier, der dritte. Ich glaube, hier ist der parallele Turm. Ah, hier war aber auch irgendwo der Dungeon. Dieses mit dem in den Berg rein, kommt mir gerade voll bekannt vor. Mhm. Hier hier die alte ihren zweiten Sparkort noch hingetan. Schweizer Bankkonto. Tja, auch noch leer. Schade. Alles leer. Wie assi ist das denn bitte, ne? Das ist einfach nur fies. Kein Herz drin. So viele Herzen. Vielleicht eine Fee irgendwo drin, aber nein. Aber nein, wenigstens hast du fast normales Licht. Der Alte, den darfst du diesmal sprechen. The tower? Nope. Don't know anything about it. A jewel tried to cave near the tower. Siehste? You can rest here. Oh, geil. Der füllt uns auf. Ob der auch zu der Rente von der Alten gehört? Ja, stimmt. Das war wahrscheinlich ihre Lebensversicherung. Ne? Ja. Der... Gut, den hast du jetzt aber auch ausgeräumt. Deswegen wird sie sich damit auch nicht mehr retten können. Jetzt, wo ist hier bitte schon der Tower? Oh! Patrick, sag mal, achso, doch, die Gegner gab es im anderen Spiel auch schon. Welche denn? Diese Sterne. Mit dem Kern. Ja, die flugeln da im. Wassertempel. Nee, in Blinds Gefängnis unten. Ah, okay. Der Raum mit diesen langen Fließbändern. Ob das hier die Höhle ist? Ich weiß nicht, kommst du denn nicht her? Nee, doch, da kommst du her. Ja, da komme ich her. Ich wusste mal was. So viel zum Thema, du hast keine Orientierung hier, ne? Ja, ne? In Computerspielen geht es besser. Vor allem, wenn sie keine Karte haben. Das ist richtig. Weißt du? Dabei ist Link doch ohne Navi unterwegs. Ja, wahrscheinlich heißt die auch deswegen so. Ja, das ist bei dir Witz.
Stell dir vor, der Navi würde dich immer, wenn du im Auto fährst, anschreien. Hey, listen! Listen! Und dann gibt es aber auch nur vage Hinweise, wo es als nächstes lang geht. Wie im Originalspiel. Schattenmedaillon, Bremen. Ich habe gehört, es geht nicht nach rechts entlang. Verdammt! Ich weiß, dass es nicht nach rechts geht. Geradeaus oder links, wo lang? Uns ja, bleiben nur 72 Stunden. Hallo? Seid ihr bei meinen Grasbüscheln weggesprungen? Kannst du bitte weggehen? Danke. Ist das irgendwie Schmodder? Die haben so eine komische Farbe. Schmodder? Ja, das sind Schmodderstatuen. Das ist der Turm hier. Sieht ein bisschen so aus, ja, ne? Hallo? Ich würde sagen, ich möchte dich eigentlich gar nicht rein hier. Ja, dann geh wieder raus. Welcome to the Peril Tower. The Book of Mudoras Power is sealed in this tower. Ja, das haben wir doch schon. Ja, aber ich glaube, du bist hier falsch. Wollen wir mal reingehen? Nö. Ist wahnsinnig. Es ist auf jeden Fall Dungeon-Musik hier drin, also... Ja, ja, aber ich glaube, das ist der Turm danach. Guck doch erstmal im Süden davon. Ach, das meinst du nicht mit Süden? Okay. Ja, doch, doch, doch. Unten ist immer Süden. Bist ja sogar doppelt nass. Kann man hier auch einfach so durchgehen? Nein. Wahrscheinlich, wenn du alle Fackeln anzündest. Ah, da komme ich an die gar nicht an. Die Fackeln werden sehr komisch da. Oder ich klettere einfach drüber hinweg, aber naja. Aber ich glaube, im Süden war noch eine Höhle auf jeden Fall. Sterb, stirb. Sterb, sterb. Sterb, stirb. Stopp. Geh tot. Aha. Faror's Isle. Und wir haben einen deutlich länger überzogenen Part. Wir sind bei 31 Minuten. Aber es ist auf jeden Fall ein passender Moment, denke ich, um hier nochmal zu beenden. Bis zum nächsten Mal und ciao. War schon wieder zu früh, ne? Och Mann. Ne, es passt ja nicht ganz gut. Wir sagen es einfach zusammen. 3, 2, 1, go. Bis zum nächsten... Ja. Nein, halt nicht. Ciao.